Willkommen im Tausend-Wecker-Report mit dem Thema: Trotz Rückschlägen befinden sich Goldaktien in der parabolischen Phase. Disclaimer. Zusammenhängend mit der US-Wahl am Dienstag und dem FONC-Meeting am Mittwoch könnte nächste Woche für Edelmetalle und Goldaktien sehr bedeutsam werden. Wir können nicht sagen, ob schon am Dienstag oder Mittwoch die parabolische Phase beginnt, aber dass sie durch diese beiden Termine getriggert werden kann, ist nicht ausgeschlossen. Die Märkte brauchen manchmal gerade bei solchen großen Ereignissen etwas Zeit, um die Ereignisse einzuordnen. Wir haben gestern den linearen Anstieg des GDX mit höheren Hochs und höheren Tiefs seit 7 Monaten gezeigt. Nun erwarten wir ein Ausbruch aus dem Trendkanal, was erstmals bzw. final den parabolischen Anstieg einläutet. Genauso sieht es der Analyst, der dazu schreibt, Goldminen befinden sich auf der parabolischen Flugbahn. Ja, ich finde das ein sehr interessantes Chart. Man kann das im Prinzip ablesen, was jetzt hier passieren dürfte. Auch wenn es kaum an jemand glaubt und denkt, das sind hier nur Schwankungen, die hoch und runter geht. Es ist trotzdem, bewegt sich das immer steiler und ab irgendeinem Punkt wird es senkrecht gehen. Und wie lange das anhält, schwer zu sagen. Vielleicht irgendwo in 2, 3, 4, 5 Monaten ist dann der Maximalpunkt erreicht. Also meiner Meinung nach charttechnisch sieht das sehr interessant aus. Es ist eine Situation, die wir lange nicht haben. Und in solchen Anstiegen werden typischerweise große Vermögen gemacht. Ja, mit welchen Aktien spielt man das? Zum Beispiel vielleicht mit diesem Silberprojektgenerator aus Mexiko, der sehr große Ressourcen hat, 214 Millionen Unzen Silberäquivalent, was sie im Wesentlichen in ihren beiden Projekten Promontorario, La Negra und La Ciguera haben. Das ist in Mexiko, mehr oder weniger in der Nähe der Grenze zu den USA, im Sierra Madre Trend sozusagen, also wo die großen Silbervorkommen sind. Sie sehen hier einige Beispiele, wo das hier in welchen Gebieten die liegen, dass sie teilweise bis zu 800 Millionen Unzen, 1 Billion Unzen, absolut gigantisch, die größten Silbervorkommen der Welt. Vielleicht kann Peru da noch mithalten, absolut gigantisch. Und meiner Meinung nach, wenn man eine Silberrallye erwartet, dann sollte man in solchen Unternehmen investiert sein, die eben große Mengen an Ressourcen haben und weiteren Explorationspotenzial. Ja, also die Minen reflektieren das noch nicht. Wie gesagt, die haben sich vom Boden jetzt alle erholt und ich glaube, diese Aktie ist jetzt aktuell um die 1 Dollar und war 2020 auf die 5 Dollar. Und damals ist es auch im kurzen Zeitraum, hat die Aktie sich verfünffacht. Ja, also meiner Meinung nach sehr interessant. Es ist one of the largest junior-owned silver. Es ist eine der größten Silberbesetzt von Juniorminen in Mexiko. Einer der größten Shareholder, also Anteilseigner, ist Eric Sprott. Und auch die letzten Bohrergebnisse sind meiner Meinung nach sehr interessant. Die Mineralisierung konnte erweitert werden. Columba-Projekt. Bohrlöcher wurden mit bis zu 2370 Gramm pro Tonne Silber gemessen und 6,7% Blei und Zink. Die Meldung ist selbst im Oktober 2024. Also meiner Meinung nach ein sehr interessantes Projekt, das man sich mal ansehen sollte, gerade wenn man sich für den Silberbereich interessiert und glaubt, dass es hier, wie wir das tun, dass es hier früher oder später zu einer ja, parabolischen Entwicklung eben auch bei Silber kommt, die alles in den Schatten stellen kann. Und wer dann in Silberaktien investiert ist, dürfte überproportional davon profitieren. Ja, generell nochmal Vorteile von Gold- oder Silberaktien. Goldaktien können von dieser extremen Unterbewertung das 10- bis 100-fache mehr steigen als Gold. Also das heißt, bis sich Gold verdoppelt, das dauert noch, dann würde es ja irgendwo bei fast 6.000 oder 5.500 stehen. Dürfte noch ein bisschen dauern. Aber eine Verdopplung von Minen kann eben ruckzuck passieren, wie wir es ja teilweise
in den letzten Monaten schon erlebt haben. Aber wir warten eher Anstiege hier um das 15-, 20-fache. Und das ist eben wesentlich mehr, als Gold steigen kann. Sie können da ja von Goldaktien leben, ohne ihr gehortetes Gold und Silber verkaufen. Ja, Gold und Silber sollte man nur dann verkaufen, wenn die Maximalpreise, also physisches, erreicht sind. Das ist irgendwo bei Gold 10.000 heutige Kaufkraft und Silber 200 bis 300 heutige Kaufkraft. Ja, und da bieten sich eben Goldaktien an, sage ich mal, bei Liquiditäts für ein paar Positionen abzubauen und davon zu leben. Goldaktien wurden noch nie verboten. Gold hingegen wurde 1933 in den USA verboten. Goldaktien steigen auch in der Depression, wie zum Beispiel hier diese beiden Minen im Charter anzeigen. Dumsmine um 550% gestiegen in der Zeit, Homestake Mining 474. Das müssen Sie sich mal vorstellen, wenn in der gleichzeitigen Zeit der Dow Jones damals um 73% kaputt gegangen. Also gut aufgestellte Gold- und Silberunternehmen waren ganz offensichtlich, ja, damals in der Depression eher Goldunternehmen, waren das Investment der Stunde, eigentlich das ideale Investment in einer Rezession, Depression. Ein ähnliches Szenario könnte jetzt auf uns auch zukommen, weil natürlich die Inputkosten geringer werden, es wird weniger Treibstoff nachgefragt, Arbeitskräfte sind günstiger und anders eben als 1929 kommt jetzt ein ungeheures Misstrauen gegenüber den westlichen Währungen hinzu. Das heißt, die Nachfrage nach Gold dürfte überproportional steigen, was damals in der Weltwirtschaftskrise anders war. Da hat eigentlich niemand den Dollar in Frage gestellt. Aber diesmal ist das so. Also wir haben drei Faktoren, die auf diese Goldproduzenten oder angehenden Goldproduzenten positiv wirken. Ja, wann bei Goldaktien aussteigen, da gibt es mehrere Indikatoren, den sogenannten Ziel-J, aktuell 13,50. Und wir konnten beobachten, immer wenn er bei 20 war, dann war es eigentlich sinnvoll zu verkaufen bei den letzten beiden Goldaktien-Rallye. Obwohl es jetzt einige Charttechniker gibt, die sagen, es steigt bis auf 35, gut möglich. Die Gold-Silber-Ratio ist auch ein guter Indikator. Immer wenn sie sehr hoch ist, ist es günstig, Goldaktien zu kaufen. Und wenn sie beginnt niedrig zu werden, zum Beispiel bei 60 oder gar bei 30 steht, ist es ratsam, Gold- und Silberaktien zu verkaufen. Dann haben wir noch die Hui-Gold-Ratio. Da wird es auch ein anderer Minenindex, wird durch Gold dividiert. Und da sehen Sie auch, dass diese Hui-Gold-Ratio 2020 fast doppelt so hoch war wie jetzt. Also da haben wir auch noch und da müssen wir auch dann wieder hin und dann können wir sagen, dieser Sektor ist überbewertet. Also man kann nicht von einer Überbewertung im Gold- und Silberaktiensektor sprechen. Ja, aus Top-Penny-Goldaktien werden Dollaraktien. Das ist im Prinzip der Traum, den wir Goldaktieninvestoren haben, dass wir eine große Anzahl von Penny-Goldaktien kaufen, die dann mehr oder weniger auf einen Dollar oder mehr steigen. Diese Aktie, dieser angehende Silberprozent hat das vorgemacht, stieg im Prinzip von 15 2020 auf über einen Dollar. Und man könnte das auch als Indikator quasi nehmen, wenn die das wieder schafft, haben wir ein Signal, dass wir im Gold- und Silberaktienbereich teuer geworden sind. Ja, 1000 Becker Report. Wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, nach verschiedenen Risikostufen das Ganze zu sortieren, Potenzialfaktor rechnen aus Grad des Goldes, Länderrisiko, Anzahl der Unzen, mit welchem Broker können Sie arbeiten, in der Schweiz zum Beispiel Swissquote, können Sie auch mit Nicht-Schweizer Wohnsitz ein Depot eröffnen, Flatex de Giro, gut in Deutschland und Österreich, da kann man sehr günstig im Toronto Stock Exchange kaufen und den Heimatbörsen vieler Goldaktien, ansonsten Goldeinlage in der Schweiz, da können Sie sich mal die Firmen Gold Avenue und Sachwerte-Einkaufsgemeinschaft anschauen. Silberbullion ist ein Einlager, der in Singapur operiert, falls Sie eine noch breitere geografische Diversifizierung wünschen. Ja, generell, wenn die physisches Gold kaufen wollen, gehen Sie erst auf die Vergleichsportale wie gold.de. Da an diesem einen Stichtag habe ich mal geguckt, was die günstigste, was die teuerste Unze oder so mittlere Unzen. Und es unterscheidet sich pro Unze fast um 10 Euro. Also man sollte nicht zu teuer Gold und Silber kaufen. Also auf die Vergleichsportale erst schauen, bitte.
Ja, ein paar Beispiele für Einlagerer, wie die funktionieren. Sie überweisen einfach auf Konto, da sie haben das als Referenz schon angegeben, sagen, welches Metall sie wollen, wie viel sie investieren, dann wird es gekauft und dann wird es in diesen Kaufhistorie dann gebucht und die sparen dann im Prinzip physisch das Geld. Das kostet irgendwie pro Jahr knappen Prozent Gebühren. Sie sind eigentlich mit zwei Klicks, und das ist das Attraktive, raus aus dem Fiat-Geldsystem und können sich sie jederzeit physisch auslagern. Der Vorteil dieser Firma, finde ich, ist, dass sie zum einen ziemlich langen Track-Report ist, also sehr lange schon in dem Bereich unterwegs sind und auch in schwierigsten Zeiten dann ausreichend physisches Gold und Silber nach Auskünfte des CEOs gekommen sind, auch in der Finanzkrise, wenn sonst die Edelmetallhändler voll war. Also dann hat man, sichert man sich sozusagen Zugriff und man kann sich das ja auch ausliefern lassen. Also man muss da nicht den Weg der Edelmetallhändler nehmen. Ja, meiner Meinung nach sehr interessant, sollte man sich ansehen. Tafelgeschäfte, das Kreditanonym, anonym. Hier ist jemand, der sich da auskennt und bis zu 1999 sind die ja komplett anonym durchführbar. Wenn es dazu Beratung oder Fragen gibt, können Sie mir einfach eine Info schicken und ich schicke Ihnen dann die Ansprechpartner dieses Beraters zu. Ja, Goldeinlagerung in der Schweiz, eine andere Option, das ist die Firma Gold Avenue. Das ist eine hochwertige Applikation, sehr digitalisiert. Ja, sie überweisen einfach, dann ist das Geld in der Wallet und da haben sie mehrere Optionen. Zum einen zollfrei einlagern, zum anderen alle möglichen Produkte kaufen und die werden dann quasi für sie hinterlegt und die können sie sich dann auch zusenden lassen für günstige Kosten. Also sie können sich da umfassend verschiedene Edelmetalle aufbauen, zum Beispiel eben diese Plättchen auch mit den 5 Gramm oder 10 Gramm für eine Reise sichern, sich dann auszahlen lassen und eben auch schlicht und einfach die Einlagerung von Gold und Silber, natürlich bei Silber dann auch mehrwertsteuerfrei und es ist meiner Meinung nach eben international eben gut zu nutzen. Das ist quasi wie eine Kontoerweiterung, ein Klick und es ist ein physischer Ware. Sie können schon überall darum zugreifen und gerade wenn Sie jetzt zum Beispiel im Ausland sind, ein weiteres Ausland. Sie können sicher sein, dass Sie von der Geldentwertung nicht böse überrascht werden. Wenn Sie Geld brauchen, überweisen Sie sich ein bisschen was auf Konto zurück und können das dann eben entsprechend ausgeben. Also meiner Meinung nach eine Kontoerweiterung, die eigentlich jeder haben muss. Und das ist eben meiner Meinung nach sehr gut organisiert. Die Lagerung ist bis zu einem Wert von ca. 10.000 Euro sogar kostenlos. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der so weit gefallen hat. Vielleicht auch ein Like geben, das würde dem Algorithmus hier auf die Sprünge helfen. Also nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.